Servus Leute, jetzt habt ihr in den letzten Tagen, wurdet ihr vollgeballert mit WM-Spielen. Jeden Tag gab es, glaube ich, zwei oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, heute gibt es das letzte WM-Spiel, nämlich Spanien gegen Frankreich. Starten wir rein mit der ersten Halbzeit. Es geht ja auch noch um Isco geht es noch um die Torschützenliste. Schafft er sein drittes Törchen? Doganasa, Suchek, Gleason, diese Karte habe ich auch noch nie gesehen, mit seinem langen Hälslein. Marin, Jahrstein, also in den letzten Videos habe ich ein bisschen Tempo angezogen. Feiert ihr das oder soll ich mein altes Tempo wieder rein? Mein altes gemächliches. Bailey Peacock Forel, okay. Was ne Name? Nemech, Akanji, Chaka. Oh, Blaze Matuidi mit einem Doppelschlag. Powerkarte zählt doppelt. Und jetzt ist eine Ausnahme, jetzt ist eine Aufgabe für die Spanier geworden, weil Matuidi erzielt zwei Tore, weil es eine Powerkarte 0-2. Und damit ist auch Matuidi auf einem guten Kurs. Also bis jetzt Ake, Matuidi und Isco, beides mit zwei Toren. Da bin ich mal gespannt, wer sich am Ende die Torjägerliste holt. Erstmal einen Schluck aus der Wasserflasche, ist doch klar. Auf den Stress. So, starten wir die Halbzeit. Embolo, viele Schweizer. Hätte ich Schweiz mitgenommen, hätte vielleicht Schweiz das Ding gewonnen. Hennessy, Norwood. Evans wird der Weltmeister, auch hier Europameister. Brady, Armstrong, Sommer, wieder nächste Schweizer. Radetzky kommt uns mal wieder besuchen, mit Abstand die häufigste Karte, die bis jetzt da war. McNeil. Und jetzt muss ein Spanier kommen. Was gibt's denn für spanische Powerkarten? Das ist eine Rising Star, sieht man hier. Gibt's einen spanischen Rising Star? Ich glaube nicht. Französischen gibt es auch nicht. Es ist Federico Chiesa und aus, die WM ist aus. Frankreich holt sich den Europameisterschaftstitel 2020. Ich möchte mich bei euch bedanken für die vielen coolen Kommentare während dieser Zeit, für die vielen Aufrufe. Und es geht eine schöne Zeit vorbei, aber ich glaube, die Zukunft ist genauso schön. Jetzt ist es mir persönlich ganz arg wichtig für das große Finale, dass ihr einen Like da lasst, um mir eure Unterstützung zu zeigen, ne? Ob ihr das Projekt gefeiert habt. Es war auch für mich aufwendig, die ganzen Videos zu produzieren. Aber es hat mir Spaß gemacht, so wie ihr euch Spaß gemacht hat. Und das Projekt ist vorbei, aber ich glaube, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, das Coole ist, mir fällt mir jetzt gerade vor meiner Dankesrede ein. Ich weiß, wer gewonnen hat. Ihr wisst es erst in einem Tag. Ich nehme es nämlich schon vorher auf. auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Vor allem was an Spiele. Ich kann mich noch bei diesen, allein schon bei diesen Spanien gegen, warte mal, Deutschland gegen Spanien. Die Kommentare, obwohl Deutschland ausgeschieden ist. Einfach nur herrlich von euch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Denkt an die Aktion, die ich davor bei der Auslosung noch gemacht habe. Denkt an die Aktion auch noch, dass ihr die in die Tat umsetzt. Bis jetzt habe ich nur Alexander Beetz mit einem MK7-Punkt erwischt. Genau. Also, dann bleibt auf jeden Fall sportlich, bleibt dran und schreibt mir mal rein. Hashtag ja oder Hashtag nein. Habt ihr das gefeiert? Hashtag ja oder Hashtag nein. Auch wenn eure Mannschaft nicht Europameisterschaft geworden ist. War jemand von vornherein für Frankreich? Ich schaue mir nochmal das erste Video bei der Auslosung an. Ich glaube, jemand hat geschrieben, ich glaube, der Pauli05 hat geschrieben, Belgien gewinnt. Und der Ibra Kadabra hat geschrieben, Kroatien gewinnt. Aber Frankreich ist keiner gekommen. Außer ich schaue mir nochmal an. Es kann sein, dass, weil ich nehme das hier relativ kurzfristig auf, dass es noch jemanden gibt, der das jetzt erst anschaut. Keine Ahnung, mir auch egal. Ich bin raus und es ist euch überlassen.
spammt die Kommentare voll. Ich lese mir alles durch. Mir hat es echt Spaß gemacht, diese Aktion mit euch zu starten und unsere Community zu stärken. Wir haben ein paar Abonnenten dazu gewonnen. Aber um das geht's mir eigentlich mal. Ich bin raus. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dann. Euer MK7. Pschuh.